Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zum dritten Teil des heutigen Twitch-Abends. Ja, wir haben nur ein kleines Päuschen wieder mal gemacht. Das steht uns ja auch zu, wir waren ja auch schon wieder brav. Und machen uns jetzt wieder auf den Weg zu Don Esteban. Jawohl, ich muss mal kurz, mein Auge juckt. Ich glaube, das ist eine Wimper, die da mich ärgern will. Aber ich lasse mich nicht ärgern, da hat die Wimper Pech gehabt. Und hier sind noch ein paar Schweinchen, ein paar Stachelratten und was weiß ich noch alles. Die werden wir natürlich auch besiegen. Komm her, Schwein. Ja. Alter, ich bin dran, verstehst du? Ja, ja, komm nur her, Wuckel. Lauf mal rein ins Messer. Ein Schwert, wollte ich sagen. Da ist noch eins. So, au. So, jetzt aber. Zack. Und gut ist. Sehr gut. Da haben wir auch noch, hatten wir das schon? Die Hauer, habe ich das schon mal vorgelesen. Keiler können gefährliche Gegner sein. Viele Händler zahlen gutes Gold für ihre Hauer. Moment, da ist eine Stachelratte irgendwo. Ah, da! Und weg ist sie. Da hinten kommt noch eine, ich sehe sie. Komm nur her. Ja, zieh dich nicht. Ja, ja. Möchte auch gerade einen Wolf? Ja. Nö, oder? Na, das war nur eine Einbildung. Eine Bildung ein. Hm. Da, 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 la, la. Aber da sind ganz viele Stachelratten. Stachelschweinchen, wollte ich schon sagen. Das erledigt. Okay, da drüben ist irgendwie nichts. Da drüben ist, glaube ich, noch eine oder zwei sogar. Oh. Au! Au! Ja, ja, ja. So, Schluss aus. Perfekt. Okay, scheint dabei alles so gut zu sein. Dann gehen wir weiter ins Banditenlager. Hallo? Eine Stachelratte! Ich sehe dich! Und das schlechte Wetter kommt schon wieder. Kaum sind wir hier bei den Banditen, ist wieder schlechtes Wetter. Ist typisch, oder? Sonst so schöner Sonnenschein und kaum sind wir da. Gießt es aus Strömen. Was war da hinten was? Nein. Ein Erzelein vorkommen. Warte, ist da hinten jemand? Oder hat es jetzt nur so ausgeschaut? Hat wahrscheinlich nur so ausgeschaut. Hallo, Duck. Freue mich, dich in unserer Mitte willkommen zu heißen. Wir können deine Unterstützung gut gebrauchen. Ja, ich freue mich auch. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Vielleicht hat er irgendwas Brauchbares. Schaut, glaube ich, nicht so aus. Geschicklichkeit plus 3, ja. Ich glaube nicht. Ciao, mit Au. Hier schaut es momentan recht friedlich aus im Sumpf. Könnte sich vielleicht aber bald mal ändern. Alle am Arbeiten, schaut noch gut aus, passt. Da wir wieder hier sind, können wir uns ja mal in unserem Häuschen gemütlich machen. Ah, schön. Boah, bin ich müde. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Vielleicht gibt es dann schöneres Wetter. Ja, es hat zumindest mal aufgehört zu blitzen, zu donnern und zu regnen. Wunderbar. Ah, ja. Ja, schön ausgeruht, ne? Hi, Oskar. Bring was über das Schmieden bei, Eisenerz, Dingens, na, alles gut. Er ist der beste Goldschmied, ne? Ich dachte vielleicht, wenn uns dieser Inquisitor die Scheibe geben würde, könnte er sie vielleicht richten. Hallo? Nein. Für dich da ist nichts Interessantes, gut. Dann gehen wir, du hast keinen Namen, oder? Nein. Dann gehen wir einfach mal rein. Hallo. Hey du, komm mal her.
Ich muss mit dir sprechen. Balduro, wer bist denn du? Wer bist du? Das ist unwichtig. Es reicht, wenn du weißt, dass mein Boss ein großes Interesse an dir und deinen Fähigkeiten hat. Er hat mich geschickt, um dir ein Angebot zu machen. Für wen arbeitest du? Das wird der eine Piraten-Captain sein, den sie in der Stadt eingebuchtet haben. Für wen arbeitest du? Für einen sehr mächtigen Mann. Etwa mächtiger als der Don? So etwas solltest du nicht tun. Für solche Bemerkungen sind schon so einige gestorben. Wer hat dich überhaupt hier reingelassen? Don Esteban und mein Boss sind Geschäftspartner. Und das schon sehr lange Zeit. Ich als sein Unterhändler kann mich hier frei bewegen. Was dagegen? Nein, ich werde vielleicht mal drüber nachdenken. Wen soll ich töten? Kein Interesse. Ich werde vielleicht drüber nachdenken. Das ist gut, das ist sehr gut. Aber beeile dich damit. Das Angebot währt nicht ewig. Schluss mit den Gefasel. Was will der Boss von mir? Du bist einer von Captain Romanovs Männern. Genau, den habe ich gemeint. Du bist einer von Kapitän Romanovs Männern? Ich bin beeindruckt. Du bist ein schlaues Köpfchen. Siehst du? Und darum sollst du seinen Job erledigen. Schluss mit dem Gefasel. Was will dein Boss von mir? Du sollst jemandem helfen, der sich selbst nicht helfen kann. Du sollst etwas finden, was dieser jemand nicht alleine finden kann. Und du sollst eine wichtige Entscheidung treffen, die dieser jemand nicht selbst entscheiden kann. Ach, boah, immer diese Rätsel oder was, ne? Werde mal konkret. Wem soll ich denn helfen? Einer Frau. Sie hat eine kleine Kneipe unten am Hafenkai in der Patty. Stadt. Patty. Oh, ich hab's geahnt. Du redest von Patty. Ja. Ich sehe schon. Dir kann man nichts vormachen, was? Nein. Schon mal was von goldenen Kristallscheiben gehört? Ich hab so einiges gehört, auch von deinen goldenen Scheiben. Hilf uns. Und du wirst mehr darüber erfahren. Ja, das kann jeder sagen. Was wollt ihr von Patty? Nichts, was sie nicht auch will. Keine Sorge, wir wollen ihr kein Leid zufügen. Alles, was wir wollen, ist, dass du zu ihr gehst und tust, was sie von dir verlangt. Das ist alles? Aber ja doch. Das ist doch nicht so schwer für dich, oder? Und was springt für euch dabei heraus? Du wirst schon früh genug alles erfahren, was du wissen willst. Nur so viel. Wenn du das Angebot annimmst, wirst du fürstlich dafür belohnt werden. Also, was sagst du? Okay, ich werde Patty aufsuchen. Sag deinem Boss, er kann mich mal... Na, wir werden schon Patty helfen. Okay, ich werde Patty aufsuchen. Gute Entscheidung. Nun, dann will ich dich auch nicht länger aufhalten. Wir lassen von uns hören, sobald wir es für angebracht halten. Ja. Viel Erfolg und schönen Tag noch. Ja, vierte. So kann der Morgen beginnen, ne? Das Ganze, ja, ihr werdet es eh miterleben auch. Ist alles ein bisschen, ja, wie soll man das beschreiben? Ach ja, kompliziert. Wie ist die Lage? Unsere neue Ausgrabung im Osten macht mir Sorgen. Ich habe einen Trupp Männer zum Eingang dieser unterirdischen Tempelruine im Osten geschickt, den unsere Schatzsucher öffnen konnten. Doch irgendwas stimmt da nicht. Sie müssten eigentlich schon längst wieder hier sein. Nanu, gibt es einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Wir fanden den Stein hier in diesem Tempel. Angeblich soll er seinen Benutzer teleportieren können. Hier hast du ihn. Wir haben keine Verwendung dafür. Ja, supi. Wir können uns ins Banditenlager porten. Yeah! Ich werde mir den Osttempel mal anschauen. Ja, das möchte ich. Ja, das ist gut. Es wird Zeit, dass ihnen mal jemand Feuer unterm Hintern macht. Der Anführer der Truppe heißt Danilo. Geh zu ihm und sage ihm, dass ich ihm den Kopf abreiße, wenn er nicht bald in die Hufe kommt. Hier, ich zeige dir auf der Karte, wo du den Eingang findest. Viel Erfolg. Hast du schon mal daran gedacht, dass den Burschen was zugestoßen sein hätte können, Tulitut?
Wahrscheinlich nicht. Was macht dieser merkwürdige Kerl da am Eingang? Du meinst Balturo? Er ist einer von Kapitän Romanovs Männern. Der alte Pirat sendet öfter mal jemanden zu uns. Der Don macht Geschäfte mit ihm. Meistens irgendwelche kleinen Gaunereien. Nichts Wichtiges. Jedenfalls nicht für mich. Hm. Verstehe. Kannst du mich im Kampf trainieren? Schauen wir mal. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Stärke. Soll ich wieder mal was in Stärke investieren? Wieder so zwei Pünktchen? Ich tue das. Ich will stärker werden. Gut so. Ich tue es einfach mal. Zwei Pünktchen. Ich will stärker werden. Weiter so. Das passt, glaube ich, schon mal. Schwertkampf wäre halt auch nicht schlecht. Schwertkampf Stufe 2. Talent für das Benutzen von Schwertern und leichten Nahkampfwaffen. Du kannst Konterparaden ausführen und so die Angriffe deiner Gegner unterbrechen. Das wäre halt echt nicht schlecht. Mal auf zurück. Ende. War das jetzt hier irgendwo, glaube ich, ne? Wir haben 60 Lernpunkte noch. Schwertkampf. Können wir momentan nur Stufe 1. Talent für das Benutzen von Schwertern und leichten Nahkampfwaffen. Du kannst Waffen aus der Kategorie Schwert benutzen. Du kannst angreifen, parieren und bis zu 3 Angriffsschlägen miteinander kombinieren. Schlecht wär's ja nicht, ne? Rostiger Zweihänder. Wenn wir einen Zweihänder anziehen tun, dann können wir leider Gottes kein Schild mehr benutzen. Was mir gerade keine Freude machen würde. Ich mag das Schild. Wir haben genug Geld. Wir hätten auch mehr als genug Erfahrungspunkte. Wir haben schon 30 Stärke. Ich glaube, ich lasse es uns beibringen. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Einmal Schwertkampf, bitte. Unterrichte mich im Schwertkampf. Ich erkläre dir mal, wie man eine Konterparade schlägt. Wenn dein Gegner dich mit Schlägen eindeckt und du keine Chance siehst, ihn selber zu attackieren, musst du seine Waffe zur Seite schlagen. Wenn er dann schutzlos ist, musst du direkt angreifen. Das hört sich leichter an, als es ist. Du brauchst ein gutes Gefühl für den richtigen Moment. Aber mit ein bisschen Übung wirst du das schon schaffen. Aber vergiss eins nicht. Das funktioniert nur, wenn dein Gegner dich angreift. Konzentriert er sich auf seine eigene Parade, kannst du diesen Trick vergessen. Mhm, okay. Zurück. Oder warte mal. Einmal noch. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Was wäre denn Stufe 3? Du kannst Seitenschläge ausführen. Boah, das wäre aber auch nicht schlecht. Die, glaube ich, nehme ich noch mit. Ich hoffe, das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Bisher hast du nur gelernt, wie du deinen Gegner frontal angreifst. Aber besser ist es, wenn du abwechslungsreicher kämpfst. Benutze Seitenschläge. Hört sich gut an. Ist es auch. Zusätzlich kannst du den Schwung eines seitlich geführten Schlages nutzen, um einen weiteren Hieb zu führen. Dafür musst du deinen ganzen Körper einsetzen. Dann machst du mehr Schaden. Okay. Ich glaube, das reicht jetzt mal. Was wäre hier noch? Kondorparaden können deinen Gegner verletzen. Ach, das lassen wir mal. Zurück. Ende. Bis daher passt es, glaube ich, mal. Hoffe ich, dass wir so recht passabel und gut kämpfen können. Don Esteban, ich habe mit dem Inquisitor gesprochen. Für einen Waffenstillstand zwischen uns und den Weißen sollst du ihm alle goldenen Kristallscheiben aushändigen, die sich in deinem Besitz befinden. Das ist sein Preis. Pah, das ist doch noch nicht alles. Was hat er mit den Scheiben vor? Hinter der Vulkanfestung gibt es ein Tor. Es führt in den Berg und war verschüttet. Der Inquisitor vermutet dort die Ursache für die bedrohlichen Vorkommnisse auf der Insel. Die Scheiben braucht er, um das Tor zu öffnen. Verstehe. Weißt du, was hinter dem Tor ist? Vermutlich ein Tempel, aber genaues weiß man erst, wenn man hineingeht.
Mendoza will, dass ich mit ihm zusammen durch das Tor gehe. Mendoza will, dass ich mit ihm zusammen durch das Tor gehe. Sehr gut. Der Inquisitor öffnet einen neuen Tempel und einer meiner Jungs ist dabei. Der Gedanke gefällt mir. Du hast meine Erlaubnis. Aber wenn du hineingehst, arbeitest du natürlich weiter für mich. Das ist dir hoffentlich klar. Ja, sicher. Bitte, Schäfchen. Was soll ich denn im Tempel für dich tun? Was soll ich im Tempel für dich tun? Ein Tempel bedeutet Gold. Und ein ungeöffneter Tempel bedeutet viel Gold. Wenn du dort hineingehst, wirst du dafür sorgen, dass dieses Gold auf unseren Haufen wandert. Das wird das lukrativste Geschäft seit langem. Wo sind die Scheiben? Wo sind die Scheiben? Nun, eine habe ich hier. Gib sie mir. Wo sind die anderen Scheiben? Wo sind die anderen Scheiben? Keine Ahnung. Aber ich habe da so eine Vermutung. Mein Leibwächter Fincher organisiert gerade eine Ausgrabung bei einer Tempelruine im Osten, nicht weit von der Vulkanfestung entfernt. Vielleicht findest du eine der Scheiben dort, in diesem Osttempel. Wieso vermutest du eine der Scheiben ausgerechnet in Finchers Osttempel? Wieso vermutest du eine der Scheiben ausgerechnet in Finchers Osttempel? Die meisten Ruinen auf der Insel sind klein und bereits geplündert. Es gibt nur wenige größere Tempelanlagen. Eine davon siehst du hier. Mhm. Wenn der Inquisitor in seiner großen Festung da oben die Scheiben nicht hat und ich die restlichen Scheiben nicht habe, dann könnte eine davon im Osttempel sein. Mhm. Wo noch keiner nachgeschaut hat, ne? Ist klar. Also wirst du dem Inquisitor deine Scheibe geben? Also wirst du dem Inquisitor deine Scheibe geben? Moment, nicht so schnell, mein Freund. Fassen wir mal zusammen. Ja. Der mächtige Inquisitor Mendoza kommt auf diese Insel, tyrannisiert die Bauern, sperrt das Volk in meiner Hafenstadt ein, macht mir das Leben zur Hölle. Und diesen ganzen Aufstand nur, um an diese dämlichen Scheiben zu gelangen? Ja? Und jetzt halte ich eine dieser Scheiben in meinen Händen und soll sie ihm einfach so übergeben? Nein, so läuft das nicht. War klar. Was hast du vor? Was hast du vor? Das weiß ich noch nicht genau. Aber ich sage dir, was du tun wirst. Bring mir erstmal die restlichen Kristallscheiben, die der Inquisitor für seinen Tempel benötigt. Wenn wir alle Scheiben hier haben, wird er uns nicht mehr mit dem bisschen Goldkram aus seinem Tempel abspeisen können. Dann haben wir ihn gänzlich in der Hand. Anschließend können wir uns immer noch Gedanken machen, was wir als Gegenleistung für seine wertvollen Scheiben verlangen. Super. Ne, das ist wieder typisch. Typisch Banditendenken, ne? Ja. Was willst du? Was ist hinter der Tür? Was ist hinter der Tür? Zum Zimmer des Don hat niemand Zutritt. Okay. Denk lieber nicht darüber nach. Wenn du hier herumschnüffelst, wirst du das bereuen. Verstehe. Caracos, wie geht's dir? Okay, da kann uns nur was beibringen. Ich hätte aber gern schon eine bessere Rüstung. Bitte? So schnell nichts. Hallo Fincher. Du siehst ziemlich angespannt aus. Okay, so und so. Ja, ich sehe schon, so einfach werden wir da nichts kriegen. Kartoffeln fehlen mir. Hat denn hier niemand Kartoffeln? Du auch nicht? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Niemand hat Kartoffeln? Warum hat hier kein Mensch Kartoffeln? Wir können schon so leckere Sachen kochen. Das werden wir wahrscheinlich wirklich nur in der Hauptstadt kriegen. Was hat er denn hier? Schlösser knacken? Serker bla bla bla. Delekinese. Was ihn hat... Kann weit entfernte Objekte bewegen und manipulieren. Das wäre sicher Kamott gewesen für den Schalter und so. Habe ich denn sowas eigentlich? Teleport, Banditenlager und Vulkanfestung. Ich hätte sowas nicht einmal. Ich nehme eine mit. Ich nehme einfach mal eine mit und verkaufe hier das alte Glumpert. Das brauchen wir eh nicht mehr. So, weg damit. Das auch. Und ja,
Passt. Tschü. Ob uns das gefährlich wird? Dann gehen wir mal weiter, ne? Automatisch speichern wieder mal, sehr gut. Banditenlager, das ist schön, da können wir jetzt immer her. Das freut uns ganz besonders. Übrigens. Okay, das ist nur sowas. Nein, ich will sie ja nicht sagen, ehrlich nicht. Sie ist dann traurig oder beleidigt auf uns, keine Ahnung. Wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen. Ich will es nicht sagen. So. Huch, ich will da eigentlich drüber. Hüpf und hüpf und hüpf. Toll, Goldscheiben suchen. Tempel im Osten. Tempel im Osten. Norden, Süden, Osten, Westen. Da steht jetzt aber nichts drauf, oder? Karte der Vulkanfestung, Banditenlager, Hafenstadt. Kleine Karte der Insel. Er hat da ja gesagt, er hätte da was aufgezeichnet, oder? Entschuldigung. Das war der falsche Knopf. Kann das eigentlich irgendwas? Weisheit im Kampf. Nur lesen wahrscheinlich. Der weiße Kämpfer benutzt seinen Verstand. Super. Der weiße Kämpfer wählt den Stab als Waffe. Der weiße Kämpfer... Achso, ja, weiß... lernt die Magie der Kristalle. Die Kombination aus Stab und Magie kennzeichnet den weisen Kämpfer. Der mutige Kämpfer wählt den Pfad des Feuers, den die lodernden Flammen entfalten, ihre verheerende Macht, erst nach langer Konzentration. Der vorsichtige Kämpfer wählt den Weg des Frostes, denn sein eisiger Hauch friert sein Gegenüber ein. Der wütende Kämpfer wählt Geschosse aus reiner Magie und lässt sie unterstützt durch die Hiebe seines Stabes auf seine Gegner niederregnen. Nur der wahre Meister des Kampfes vermag Nutzen, aus mehreren Kristallen zu ziehen. Aha, schön. Liste Meister Bellschwur, Liste, 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 Rezept, Rezept, Rezept. Vulkanfestung Banditen, Hafenstadt, da? Na, das stimmt ja auch. Immer verdrücke ich mich, immer verdrücke ich mich. Wo wäre das denn dann aufgezeichnet? Na, Banditenlager, Hafenstadt, muss ja hier sein. Hier ist aber kein Kreuz oder so. Darunter? Hui, 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 hui. Norden, Süden, Osten, Westen. Ich denke mal, dass da oben Norden sein wird. Könnte aber auch der hier rauf sein, ne? Duck. Okay, bei dir ist auch nichts Neues. Es könnte aber auch hier im Sumpf sein, ne? Es könnte überhaupt viel sein, oder? Es ist die eine, wo jetzt da die Weißen weg sind, da drüben, ne? Fangen wir halt einfach mal da an. Würde ich vorschlagen. Mal ein bisschen links und rechts schauen, ob ich da nicht vielleicht ein Viech oder irgendwen übersehen könnte. Was haben wir denn da? Großer Sumpf. Die, da habe ich gemeint gehabt, die Ruine da drüben. Ah, das sind halt die Weißen, ne? Ich habe keine Ahnung, ob die uns jetzt umbringen werden. Ich werde auf jeden Fall mal speichern tun. Leider gibt es keine neue Rüstung für uns. Hoffentlich ist das jetzt nicht schlimm. Hallo? Ordenskrieger. Noch mehr Ordenskrieger. Dahin sind noch mehr Ordenskrieger. Bin ich hier überhaupt wirklich richtig? Überall diese Monster. Rudolf. Oh. Ah, da ist ja endlich jemand, den ich schicken kann. Redest du mit mir? Allerdings, unser Zwischenlager vor der Vulkanfestung wartet schon seit Tagen auf eine Antwort von mir. Ja. Aber ich kann gerade niemanden entbehren. Ich brauche hier jeden Mann für das Bergen der Artefakte. Du wirst für mich zum Zwischenlager gehen und Severin von unserer Lage hier berichten. Wir brauchen Unterstützung, verdammt! Severin schickt mich. Ich soll mich bei dir melden. Severin schickt mich. Ich soll mich bei dir melden. Sehr gut. Und? Was hat er gesagt?
Schickt er endlich Verstärkung oder was? Nein, er sagt, er könne nicht. Er habe selbst im Moment genug Probleme. Ach, verdammt, ich hab's geahnt. Er lässt uns einfach hängen. Da hilft wohl nur eins. Wir müssen schneller arbeiten, sonst sind wir bald alle Fischfutter. Danke für die Nachricht. Hier, nimm diese Tränke. Du wirst sie brauchen. Geh zu Severin und sag dem Mistkerl... Ach, egal. Sag ihm einfach, dass wir noch leben. Das sollte reichen. Na schön. Sehr aufbauend alles zusammen. Oh, da hinten haben wir Viecherleins. So. Zack. Zack, zack, zack. Oh, hör auf. Zack, zack, zack. Aua. Da ist ein Wolf. Viele, viele Wölfe und ein Schwarzer noch dazu. Das ist nicht schön. Lass mich doch in Ruhe. Schieres, grausliches Viech. Oh je. Ja, ja, stich nur. Erstes Mal hin. Ja, ja. Der Wolf ist hoffentlich auch hin. Passt. 3, 1, 2, 3. Puh, das ist echt übel. Ich habe mich gerade so verdrückt, dass ich die Leiste mit den Tränken und so nicht da habe. Ja, ja. Ja, ja, stich nur, du Scheißviech. So, zack. Au. Ich kann das... Drück kurz, wenn dein Gegner angreift, um die Konterparade auszuführen. Ja, hat super hingehauen. Hat's jetzt hingehauen? Na, ein Schild hat er benutzt, ja. Wahrscheinlich ist das auf den Zweihänder gedacht. Du, na, jetzt kommt nicht der noch helfen. Ja, hier kommt der helfen. Alter. Ja, super. Meine ganzen Erfahrungspunkte weg. Und zwar die großen nehme ich auch noch weg. Ach, ihr Scheißkerle, echt. Was kommt ihr da jetzt helfen? Ich gehe jetzt dafür in euer Bettchen. Naja, ich lege mich jetzt in euer Bett. Das ist mir wurscht. So. Gute Nacht. Das war denn hier offensichtlich nicht richtig. Ja, zum Teil. Was? Alter. Das war zum Teil nicht richtig. Ich habe keine Ahnung. Wo wir da hin müssen. Ich kann nur probieren, die Gegend hier ein bisschen abzusuchen. Und zu hoffen, ob wir hier richtig sind. Ja. Irgendwie halt zumindest. Wahrscheinlich sind wir nicht richtig. Hat's hingehaut? Ich hab's keine Ahnung. Ich hau die jetzt einfach mal weg. Au. Ich glaube, es hat aber hingehauen. Au. Aggressive Wildschweine. Sehr schön. Passt. Und jetzt? Ich habe keine Ahnung. Gnome! Ja, ja, du scheiß Flatterviech. Da. Ja, ja. Jawohl. Passt. Ich hab da jetzt nämlich. Ja, so passt. So ein kleines Tränkelein. Das können wir uns schon gönnen. Das hat hingehauen.
Ja, toll. Super. Ja. Das ist echt eine Timing-Sache, ne? So. So, passt. Habt ihr vielleicht so ein Dingsbeutel? Ja. Sehr schön. Da haben wir so ein Dingens hier und da ist eine Truhe. Sehr schön. Wir haben hier Goldfläschchen, Apfel und Stahlrohling. Stahlrohling. Sehr gut. Das nehmen wir gerne mit. Ja, da ist wieder ein Wolf. Ich hab's gehört. Ein Schwarzer und der zückt seine Waffe nicht. Boah, das war jetzt knapp. Du dreckiges Saufich. Komm her. Ja. Zack. Ja, ja. Zweimal gleich. Sicher. Warum nicht? Sicher. Ja. Zweimal. Jawohl. Und weg ist er. Passt. Puh. Das geht ganz schön auf die Gesundheit. Da drüben ist noch ein Keiler. Mal was essen wäre nicht schlecht. So ein Eintopf wäre halt auch schon klasse. Klasse. So. Schön essen, du machen musst. Ja, super. Da vorne haben wir einen Keiler. Ein Wolf. Ein Schwarzer. Ja. Zwei Schwarze. Sicher, du spinnst ja. Kannst du da zwei schwarze Wölfe her tun? Au. Das ist wieder typisch, oder? Ja. Na komm du. Aha. Na, du? Ja. 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 Jawohl. Ja. Okay. Drei, jawohl. Ja. Ja. Jawohl. Au. Ja. Erstes hin, der zweite hin. Sehr schön. Gut. Wieder was essen. So. Das Fleisch können wir ruhig wegfuttern. Wir haben noch ein paar Keulen. Die werde ich gleich auf die Taste legen. Essen. Musste Marken essen. Boah, 28 Hähnchenkeulen. Na, grüß Gott. Na, servus, Kaiser. Best. Da müsste jetzt irgendwo der Keiler sein. Ich sollte vielleicht auch mal speichern, bevor ich mal drauf gehe. Nichts leichter wie das. Also schön speichern. Und fortsetzen. Oh Gott. Au! Au! Scheiß Viecher! Aua! Ja, sicher ist der wieder ein Hund. Ein dreckiger Schwarzer auch noch. Ja. Passt. Komm her, Mistviech. Ja, Ja. Alter. Ja, ja, ist schon gut. So. Na, komm nur. Zack, zack, brak. Zweimal? Ja, okay. So. So viele Viecher hier. Au! So, jetzt ist er hin. Wow. Krasses Pferd. So, mal ein Tränkelein und ein bisschen was essen. So viele Viecher. Muss das sein? Ja.
muss. Wir brauchen viel Erfahrung auch zum Sammeln tun. Da kann man gar nicht genug Viecher umklatschen. Okay, das sind meine Essgeräusche, die ich da mache. Ich dachte, da wäre noch irgendwo ein Schweindel oder so. Aber schaut hier gut aus. Halleluja, Maracuja, kann man echt nur so sagen. So, eine hübsche Beere. Das wäre das Lager, alles klar. Dann geht's hier so lang. Ist hier was versteckt? Na, glaube ich nicht. Gut, jetzt haben wir das Lager quasi einmal umrundet. Schaut irgendwie nicht so aus, als wenn es da irgendwie großartig weitergehen würde. Außer hier vielleicht. Das schaut schon eher nach einem Weg aus. So, nehmen wir alles mit. Da schau mal, wo wir da hinkommen. Ui! Wie schön, da können wir auch das Kraut gleich verkaufen. Da kommt man hin, auch nicht schlecht. Servus Kumpel, Schlange Schau mal gesehen. An. Du gehörst jetzt zur Bande. Ja. Deine Mühen haben sich ausgezahlt, was? Glückwunsch. Danke. Du siehst aber ziemlich blass aus um die Nase nach der ganzen Rennerei. Hm? Hier, nimm mal einen Schluck, damit du wieder zu Kräften kommst. Oh, das ist aber nett von dir. Ich habe hier ein bisschen Kraut für dich. Ich habe Kraut für dich. Gut gemacht. Hier ist dein Gold. Danke. Aber Taschendiebstahl wird nichts bringen, ne? Nach wie vor. Na, da muss ich noch mal lernen. Passt, super. Wo kommst denn du jetzt her, Sarah? Danke nochmal, dass du mir geholfen hast. Keine Ursache. Wie geht's dir denn? Robert ist ein guter Kerl. Hier wird es mir an nichts fehlen. So, so. Naja. Wie du meinst. Ja, mir geht es gut. Das ist Und schön. Du, pass gut auf dich auf da draußen. Meine guten Wünsche begleiten dich. Danke. Boah, cool. Haben wir die Sarah auch wieder getroffen. Sehr schön. Jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Ich glaube, da wären wir best. Es ist schneller, also sind wir schneller. Wenn wir gleich wieder da zurücklaufen. Alle hopp, alle hopp, alle hopp, hopp, hopp. La 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 la. Ich, da ist sogar noch. Da ist sogar noch was. Ich weiß gerade nicht, wie es am schlauesten ist, wo wir da am besten hin sollen zu dieser komischen Ausgrabungsstätte. Ich weiß noch eine. Da bin ich nämlich hier falsch. Da muss ich tatsächlich nochmal da dort zurück. Ob das jetzt eine Ausgrabungsstätte war? Das weiß ich gar nicht. Jedenfalls waren wir dort oben noch nicht, wo ich jetzt gerade dran denke. Aber da komme ich auch nicht ohne weiteres vorbei, weil da ist ein riesengroßer, fieser Oger. Und der wird mir eigentlich, der müsste mich eigentlich umbringen. Mit dem Equip, was ich jetzt gerade erst zu bieten habe, dürfte ich nochmal keine Chance haben. Servus. Bist du jetzt Jäger, ja? Ja. Naja, war ja nur eine Frage der Zeit, so wie du hier reingehauen hast. Ja, mehr war das auch nicht. Ah, da ist ein schwarzer Maugel. Ciao. Ja. Au, dreimal gleich hier mit dem Bein. Ja. Au. Ja. Ja. Au. Ja. Aha, okay. Wie geht das jetzt, bitteschön? Ja. Ja. Okay. Super. Das wollte ich so jetzt eigentlich nicht erreichen. Und auch nicht so machen, aber naja. Okay, was soll's. Dann essen wir halt wieder ein bisschen was. Ich weiß, ich könnte hinten schlafen gehen. Da oben sind noch ein paar Stachelratten. Ich habe da auch ein bisschen Angst hinzugehen.
ich kann mich erinnern, das letzte Mal, als ich da hochging, als ich privat gespielt habe, war da ein großer, böser Ogre. Und dieser große, böse Ogre heißt nicht für mich umsonst großer, böser Ogre, weil der hat mich umgebracht. Aber das scheint jetzt noch gar nicht da zu sein. Vielleicht... Hui! Das ging jetzt... Ja. Zack, zack, wieder eine auf die Fresse bekommen. Ja, hörst du auf. Au! Ja. Jetzt ist aber genug. Jetzt sind hier derweil nur mal diese komischen Insektenviecher. Okay. Und ich dachte mir, vielleicht ist hier das mit der Ausgrabungsstätte gemeint. Ah, da ist er. Da drüben. Der ist böse. Der haut gar nicht mal so wenig rein. Und ansonsten war hier aber, glaube ich, nicht viel. Bis auf diese Viecher da. Ich meine, die geben Erfahrungspunkte. Aber... Boah, das sind aber viele. Mir kam vor, das war erst für später gedacht. Wahrscheinlich täusche ich mich da wieder. Aua! Ja. 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 Na sicher. Da ist ja gar kein Damage dahinter. Alter, Alter. Ja, ja, schon gut. Ja. Au! Ja. Weil die halt alles blocken, ne? Au. Ja. Wie geht denn das jetzt, ey? Ich glaube, ich habe wieder mal nicht gespeichert, ne? Ja. Willst du bitte abnehmen, du schickst Viech? Ja. Die blocken tun die ja. Wie Sau, echt. Ja, ja, das war schon für später gedacht. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt schon rein darf oder sollte. War nix hier weg. Schneller was trinken. Das war, glaube ich, schon viel später. Da habe ich mich noch richtig schwer getan mit meiner besseren Rüstung, um Gottes Willen. Ich bin weg. Dann ist das wirklich für später. Ich glaube, das habe ich auch kurz vor Schluss gemacht. Ja. Passt, der ist weg. Passt, der ist auch weg. Gut. Puh. Ja. Ja. Wo könnte das denn bitte sein? Ich meine, ich könnte noch zum Friedhof gehen. Da gibt es einen Friedhof in der Nähe. Ja. Und hoffen, dass ich dort auf eine alte Bekannte treffe. Oder ich muss mit ihr... Oder ich muss wieder runter zur Stadt. Das kann nämlich auch sein. Auf jeden Fall gehe ich mal pennen. Wahrscheinlich regnet es dann wieder. Aber ich bin angeschlagen. Ziemlich sogar. Boah, das ist echt übel. Die eine Waffe da. Also, Waffe. Meine Waffe momentan ist übel. Kein Damage. Bei diesen Scheißviechern. Profis können die sicher besiegen. 100 Pro. Das zweifle ich auch gar nicht an. Aber ich bin ein kleines Würstchen. Nein. Nein, das wird nichts. So. Früh am Morgen. Wir müssen dann sowieso mal wieder in die Hauptstadt, denke ich mal. Aber auf jeden Fall früh am Morgen gehen wir jetzt wieder weiter unseres Weges. Jetzt ist nur die Frage, ob es jetzt wirklich schon da steht oder ob ich die gute Patty erst abholen muss. Auf jeden Fall tue ich hier mal speichern. Ja. Fortsetzen. Ich bin mir gerade nämlich nicht sicher. Na. Nein. Hier sind nur haufenweise Skelette. Mehr sonst nicht noch tut. Halt, da nicht runterfallen. Das heißt, ich werde die gute Patty mal holen gehen müssen. Schrägstrich dürfen. Dürfen. Ich darf. Und wenn wir schon mal auf dem Weg dorthin sind, werden wir auch gleich wieder bei diesem Zwischenlager vorbeischauen von der Inquisition, vom Inquisitor, von der Bruderschaft, und werden wir mal Bericht erstatten. Hallo, hast du noch irgendwas? Nö. Es ist halt eine blöde Hatscherei irgendwie, aber
Was soll's. Lalila. Ihr werdet es noch bald sehen, dass es hier definitiv noch viel zu entdecken gibt. Wir haben, glaube ich, ich würde mal sagen, ein Drittel der Insel erkundet. Ich denke nicht, dass du zufällig einen Stein für mich hast, ne? Lass uns handeln. Na, das hätte mich jetzt auch gewundert. Normalerweise kriegen wir die immer, ich sage jetzt mal, Quest verbunden. Diese schönen Teleportersteinchen. Ja. Aber wie gesagt, jetzt gehen wir mal als allererstes Bericht erstatten. Und um Mitternacht machen wir dann die nächste Pause, wollte ich noch schnell sagen. Ich glaube Mitternacht. Ja. Passt. Mitternacht ist gut. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Da drüben ist noch nichts, ne? Nein. Nichts gespawnt. Der steht noch immer da, schön brav. So, hüpf. Hüpf. Na, hüpf. So, noch mehr hüpf, noch mehr hüpf. Noch mehr hüpf. Wenn es geht, hier hoch, bitte. Danke. Boah, der Vulkan, ne? Der schaut aus. Da brennt's doch. Da brennt's doch. Servus, Burschen. Hallo. Rudolf, geht's gut? Rudolf, geht's gut. Er hat beide Hände voll zu tun bei der kleinen Ruine im Westen. Ja, sehr gut. Er lebt also noch. Das ist beruhigend. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Hier, nimm diesen Zauber als Dank von mir für diese gute Nachricht. Witz erzählen. Soll es ein Witz sein? Super. Ja, es war uns eine Ehre. Und wir gehen. So ein Sprinttrank wäre nicht schlecht gewesen. Auf jeden Fall, hui, ich weiß, wir haben so einen Zauber, glaube ich. Aber, ne. So was Permanentes wäre nicht schlecht. Sprint, Sprint, Sprint. Na, jedenfalls, wir gehen da jetzt wieder runter. Da in die Richtung zu unserer Patty und werden mal schauen, was wir denn für die Gute tun dürfen, können. Wird wieder automatisch gespeichert, ja. Ich sollte auch mal mich an die Nase greifen und fassen und auch mal ans Speichern denken. Bevor ich hier eventuell wieder böse sterben werde oder könnte. Einfach mal ein bisschen die Gegend im Auge behalten. Ich meine, schwarze Wölfe sind für uns ja kein Thema mehr, die kriegen wir schon klein. Ja. Halt, bist du ein... Nein. Nein, das ist keiner von diesen Bildsorten, die man essen kann. Diese Hatscherei, ne? Ach, jeje. Jetzt ist nur die Frage, von wem bekam ich schnell... den Teleporterstein hier für die Hafenstadt. Ich werde, denke ich, mal schnell dann reinschauen, ob ich da nicht schon was bekommen kann, wenn es uns nicht schon die gute Betty gibt. Ah, da steht sie schon auf und setzt sich wieder hin, weil sie dachte, wir wären ein Feind. Aber dabei sind wir nur ein alter Bekannter von ihr. So, jetzt werde ich auch mal speichern. Diese Hatscherei, weil es soll nicht umsonst gewesen sein. Ich hörte, du gehörst jetzt zur Bande des Don. Mhm. Wenn das mal eine gute Idee war. Was stimmt damit nicht? Das sind doch bloß Verbrecher. Rauben und stehlen, was das Zeug hält. Ach was, Piraten haben auch keinen besonders guten Ruf, habe ich gehört. Ja, ja, schon gut. Lassen wir das. Mhm. Kennst du einen Mann namens Balduro? Kennst du einen Mann namens Balduro? Nein, hab den Namen nie gehört. Merkwürdig. Er scheint dich sehr gut zu kennen. Er und sein Boss bestehen darauf, dass ich dir helfe. So, so. Naja, ich kann mir schon denken, warum. Mach dir darüber keinen Kopf. Mit denen werde ich schon irgendwie fertig. Mhm. Danke für die Nachricht.
So, Patty, es wird Zeit, dass du mich mal aufklärst. So, Patty, es wird Zeit, dass du mich mal aufklärst. Was genau hat es mit dem Brief deines Vaters auf sich? Nun ja, es ist so. Mein Vater ist vor einiger Zeit hier auf dieser Insel gewesen. Was heißt das denn jetzt schon wieder? Gewesen? Er ist also gar nicht auf der Insel? Nein, ich denke nicht. Aber er hat etwas hier hinterlassen. Etwas so Wertvolles, dass uns jeder Halunke in der Hafenstadt auf Anhieb dafür umbringen würde. Großartig. Und bitte, was soll das sein? Und was soll das sein? Das erzähle ich dir, wenn wir den nächsten Hinweis gefunden haben. Aha. Also gut, was hast du jetzt vor? Also gut, was hast du jetzt vor? Mein Vater hat ein weiteres Versteck etwas weiter im Inland der Insel. Seinem Hinweis zufolge befindet es sich in einem Grab. Ich will dieses Grab finden. Ich werde dich auf deiner Suche begleiten. Ich werde dich auf deiner Suche begleiten. Gut, wie du willst. Ich glaube, ich weiß, wo sich das Grab befindet. Also werde ich vorgehen. Sag mir, wenn du bereit bist. Okay. Kannst du mir was beibringen? Ich ziehe auf. Kannst du mir was beibringen? Vielleicht was, was uns bei der Suche weiterhilft. Ich habe ein paar nützliche Talente gelernt. Wenn du willst, bringe ich sie dir bei. Erzschürfen zufällig? Alles klar. Na, warte. Was kannst du mir beibringen? Was kannst du mir beibringen? Schlösser knacken, Akrobatik. Hoi. Ja, kosten eh nur 5, ne? Zeig mir, wie ich besser springen und mich abrollen kann. Wenn du springst oder fällst, musst du dich bei der Landung abrollen. Dadurch kannst du aus größeren Höhen fallen, ohne dich zu verletzen. Alles klar. Zurück. Schlösser knacken, Stufe 2. Soll ich das auch noch darin investieren? Habe ich bald keine Was kannst du mir beibringen? Mehr. 5 Lernpunkte nur. Ja, wenn's Zeig rausgeht. Mir, wie ich schwere okay, Schlösser das passt. Knacke. Das Prinzip ist das gleiche. Du drückst den Sperrbolzen herunter und anschließend versuchst du, das Schloss mit dem Dietrich zu knacken. Nur, dass diese Schlösser natürlich viel komplizierter sind. Solche Schlösser sind teuer und beschützen daher oft wertvolle Sachen. Gut. Den Dreier kannst du mir auch... Ja, aber da habe ich das Geld nicht dafür. Ende. Ich will nur schnell mal in die Stadt rein. Hoffentlich kann mir da irgendjemand ganz schnell den Teleporterstein für hierher tun. Boah, das ist schon wieder finster. Da ist so finster. Ich will jetzt aber keine Fackeln nutzen. Ich will die ein bisschen sparen. Ich habe nur noch 5. Ich weiß, ich könnte welche kaufen tun, aber... Hallo. Servus. Und, wie schaut's aus? Was soll der Unsinn? Soll jetzt etwa jeder Idiot durch meinen Tunnel die Stadt verlassen? Oder was? Entspann dich. Kommt nicht mehr vor. Und nicht allzu oft jedenfalls. Ja. Na gut. Mach, was du willst. Aber halt mich da raus. Ich will nichts damit zu tun haben, klar. Schon Kein gut. Problem. Gibt es einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Mir hat einer der Bauern diesen Stein hier aufgeschmatzt. Er behauptete, dass er ihn in die Stadt teleportieren könne. Hier, du kannst ihn haben. Ich benutze so einen magischen Krempel nicht. Yeah. Ich habe dein Paket bei Don abgeliefert. Ich habe dein Paket bei Don Esteban abgeliefert. Sehr gut. Und? Was hat er gesagt? Er war sauer. Du hast ihn schon ziemlich lange warten lassen, wie es aussieht. Ah, verdammt, ich hab's geahnt. Naja, ich hoffe, er wird mir nicht gleich den Kopf abreißen, wenn wir uns begegnen. Das ist dein Problem. Oh, na gut, danke für die Nachricht. Ja, bitte. Das ist ja traurig irgendwie, ne? Der arme Kerl. Oh, 500 Gold. Jetzt können wir noch was lernen gehen. Lass uns handeln. Hast du vielleicht einen Stängel für mich? So ja, riskant. Klar. Handeln. Hast du irgendwas Brauchbares? Einen Rubin, jetzt sehe ich auf den ersten Blick schon. Einen Ring mit Armbrust plus Pfanne, brauchen wir alles nicht. Na, kannst dein Krempel behalten. So. Wollte nämlich nur, dritten Teleporterstein. Ich wollte nämlich nur den eben abholen gehen. Für den Fall der Fälle, dass wir hier mal rasch zurück müssen. Und diese 500 Goldmünzen werde ich auch gleich investieren. Werde ich auch gleich investieren fürs Lernen des Schlösserknackens nächste Stufe. Ich glaube, das ist eh schon die letzte. Oder Stufe 3, ich hoffe halt. Sonst haben wir kein Geld mehr dafür. Hallo. Lernen. Was kannst du mir beibringen? Ja,
um Gottes Willen. Zeig mir, wie ich unmögliche Schlösser knacken kann. Um an die wahren Schätze zu kommen, brauchst du mehr als ein Dietrich und ein bisschen Glück. Du brauchst ein ausgeprägtes Fingerspitzengefühl. Da du nicht weißt, wie so ein Schloss aufgebaut ist, musst du zuerst den Mechanismus mit deinem Dietrich ertasten. Erst wenn du ein genaues Bild vom Aufbau des Schlosses hast, weißt du, welcher Bolzen und welche Feder gespannt oder gedrückt werden muss. Mhm. Alles klar. Lauf, ich werde dir folgen. Alles klar. Lauf, ich werde dir folgen. Gut, aber wehe, wenn ich auf dich warten muss, klar? Na, ich hab nur was im Knie, aber sonst geht's mir gut. Das war wirklich tatsächlich das letzte Schlossknacken, was wir, glaube ich, dabei lernen können. Gott sei Dank, das haben wir schon mal hinter uns. Jetzt müssen wir nur noch unsere Fertigkeiten üben. Stärke vor allem auch. Na, wo kommt das Händel jetzt her? Vor allem beide. Na nu, wen gehst denn du jetzt an? Au! Seegeier. Ja! Alter. Ja! Ja! Hallo? Hallo? Ja! Hallo? Alter. Ja! Geht ja. Wup, 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 wup. Level aufgestiegen. Super. Perfekt. Komm weiter. Jawohl. Yeah, sehr gut. Wow. Hilf ihm mal den Wolf und so. Diese schwarze Pestie. Ist sie noch da? Ja, sie ist, glaube ich, noch da. Ja. Das war ja. Das Coole ist nämlich, dass sie uns hilft. Dass wir mal schauen, dass wir so viel pullen wie möglich. Ja, das wäre ganz optimal. Optimal. Da ist eine Blume. Ein Heilkraut. Warte mal, ich bin nicht so schnell. Das sind Wölfe und Vögel und überhaupt alles. Und Wolf. Wolf ist kaputt. Jetzt ist der Vogel dran. Au. Ja. Du Kackvogel. Na? Ja, geht ja. Wer liegt jetzt am Boden? Warte mal kurz, Gnädigste. Ich muss da mal vom Wolf das Ding holen. So. Mir nach! Jawohl. Jawohl, Gnädigste. Kann ich nebenher beim Laufen was essen? Na Gott sei Dank. Super. Einmal noch. Passt. So, na wo rennen die jetzt hin? Oh, Motten. Die waren ja vorher alle nicht da. Wie fies. Ja. Jawohl. Ja, so ist das richtig. Gell? Nicht schlecht. Dab, da, 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 ba, 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 da, ba, 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 ba. Das ist nicht schlecht. Kriegen wir so einen Haufen Erfahrungspunkte wieder dazu. Ich freue mich. Ich freue mich. Komm her. Ja. Na, du schießt mich. Au. Ja. Ja, supi. Ja. Batsch. Batsch. Ja. Batsch. Jawohl. Das war's mit dem Vieh. Ja, das kann jetzt die Radieschen von unten anschauen. Ja, ja, ich komme ja schon. Ich esse nur nebenbei wieder was. Ich habe immer so einen Hunger. Nachdem ich zwei Viecher umgeschlagen habe, boah, es rumpelt gleich so im Bauch, echt. Da muss wieder so eine leckere Keule nach hinten. Ja. Gott sei Dank muss der nicht mal aufs Klo. Da muss ich glatt aufhören mit der Aufnahme und mit dem Twitchen, damit nicht zu viel Zeit verloren geht. Weil bis der das draußen hat, was er reinfuttert, vergehen wahrscheinlich 3 Stunden am Klo oder so. Bis das wieder, ja, Entschuldigung. Kein schönes Kopfkino. Entschuldigung. Nicht sehr schön. Ah, oh, Wölfchen. Ja, komm. Passt das hin. Das auch hin. Gut so. Schön. Wir nehmen die Felle und die Zähnchen sehr gerne mit. Ich hoffe, sie ist auch gut im Kämpfen gegen Untot.
Weil da vorne ist dann untot. Ich werde auch gleich speichern. Das ist, glaube ich, gut so und schlau so. Bevor ich es wieder vergesse. Pass auf! Ja, ja. Der Skelettkrieger. Au, au, au. Der scheint böse zu sein. Was war denn das jetzt? Quatsch. Ja, zu zweit geht das voll super. Wow. Was hat er denn? Knochen? Eine Fackel und ein bisschen Gold? Was tut denn das so komisch? Und das Skelett hat auch Knochen natürlich, ganz klar, und auch wieder ein paar Goldmünzen. Puh. Komm weiter. Jawohl. Und jetzt? So, hier muss es sein. Ja, und was machen wir jetzt? Und was machen wir jetzt? In einem dieser Gräber ist der nächste Hinweis meines Vaters versteckt. Hier, ich gebe dir diesen Schlüssel. Er ist ein Geschenk meines Vaters. Damit sollten wir an den Hinweis herankommen. Aber frag mich jetzt nicht, wie. Mehr weiß ich auch nicht. In Ordnung. Ich mach das schon. Na gut. Aber verlier den Schlüssel nicht, klar? Natürlich nicht. Gönn dir mal ein Päuschen. Du hast jetzt brav mitgeholfen beim Kämpfen. Das, ja, hat sich wirklich auch für uns beide gelohnt. Für mich und für dich. Gnädigste. So, da ist ein schönes Schwammerl. Das haben wir hier wieder. Rostiger Zweihänder. Ein kleiner Schild, ein paar Münzen. Wir berauben hier die Toten, das ist ja ganz besonders schön. Nicht wahr? Die brauchen das ja nicht mehr. Wir können das alles brauchen. So, einfache Truhe. So vielleicht, so, so, so. Boah, auf mit Anhieb, richtig, dass sowas gibt. Flügel, Heiltrank und ein paar Pfeile. Sehr schön. Wirklich sehr schön. Ein halbes Stündchen noch, dann ist wieder die nächste Pause. Boah, die Zeit vergeht, ist ja grauenhaft. Ruhe in Frieden. Ja, Amen. Ein Grab. Das gurgelt denn da so komisch? Ich mag das nicht, wenn es so komisch tut. Hier vielleicht? Hier kann man was buddeln. Schauen wir mal, ob wir hier richtig sind. Inzwischen trinke ich mal was. Bröstlichen auf euer Wohl. Perfekte Archäologe, oder? So hat das damals angefangen. Schön. Und jetzt? Wir haben hier eine alte Schatulle. Der Name Stahlbart ist auf der Schatulle eingezeichnet. Schatulle, genau. Eine Schatulle ist das. Kennst du die Schatulle? Hier, ich habe diese Schatulle in einem der Gräber gefunden. Hier, ich habe diese Schatulle in einem der Gräber gefunden. Lass mal sehen. In der Schatulle ist etwas. Ein Zettel. Schön. Ach ja, ich verstehe. Das ist er. Der nächste Hinweis. Das ist ja großartig. Super, raus mit der Sprache. Was steht da drin? Raus mit der Sprache, was steht da drin? Ich weiß nicht. Kann ich dir vertrauen? Du könntest genauso gut mit diesem üblen Piratenkapitän Romanov unter einer Decke stecken. Na, der ist mir ein Unsympath. Jetzt reicht's. Du willst mich wohl verarschen. Du hast keine Wahl. Mich wirst du nicht mehr los. Du kannst mir vertrauen. Du kannst mir vertrauen. Du kannst mir vertrauen. Also gut. Halt die Klappe und hör mir zu. Mein Vater hat einen großen Teil seines Goldes, das er über die Jahre erbeutet hat, hier auf dieser Insel versteckt. Die Hinweise, die er hinterlassen hat, führen zu seinem großen Schatz. Tja, ein Pirat, der sein Gold vergräbt, wie originell. Da hätte ich auch drauf kommen können. Nicht nur du. Mir ist ein ganzer Trupp Schurken auf den Fersen, die genau das Gleiche vermuten. Romanov. Ganz genau. Also, wenn wir nicht vorsichtig sind und uns beeilen, wird uns der Mistkerl den Schatz vor der Nase wegschnappen. So, jetzt verstehst du hoffentlich, warum ich nicht jedem davon erzähle. Ja, das ist klar. Wäre der Schatz schon fort. Weißt du, und sie wahrscheinlich schon tot. Was weißt du über goldene Kristallscheiben? Was weißt du über goldene Kristallscheiben?
Was soll das sein? Artefakte? Ja, richtig. Sie stammen aus den Ruinen, die aus dem Boden geschossen kamen. Noch nie davon gehört. Warum willst du das wissen? Dein Vater ist doch eine Zeit lang auf dieser Insel ziemlich weit rumgekommen. Meinst du, er könnte solche Kristallscheiben gefunden und zusammen mit seinem Schatz vergraben haben? Gut möglich. Er sammelt alles, was aus Gold ist. Verstehe. Ja, möglich ist es dann, ne? Was denkst du, hat Romanov vor? Eins kannst du mir glauben. Auch wenn du ihn nicht sehen kannst, wird er trotzdem ab jetzt immer einen Schritt hinter uns sein. Er weiß von dem Schatz. Und er weiß auch, dass ich ihn suche. Wenn wir nicht aufpassen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir Probleme mit Romanov und seinen Jungs bekommen. Mehr kann ich dir dazu leider auch nicht sagen. Ich kann ja leider nicht in seinen Kopf schauen. Okay, wie kann ich dir helfen? Die Schatulle enthält einen Hinweis darauf, wo sich der Schatz meines Vaters befindet. Aber da gibt es noch mehr. Hier ist der Vermerk von 5 weiteren Gräbern. Augenscheinlich sind sie nicht von besonderer Bedeutung. Aber wie ich meinen Vater kenne, hat er den Schatz mit einer miesen Falle gesichert, die nur mit einem Passwort oder so etwas zu entschärfen ist. Ich wette, dass wir dieses Passwort irgendwo in den namenlosen Gräbern finden werden. Na, großartig. Klingt nach einer Menge Arbeit. Ich mach dir folgenden Vorschlag. Wir teilen uns die Arbeit. Du gehst und untersuchst die namenlosen Gräber, während ich hier versuche herauszufinden, wo sich der Schatz meines Vaters genau befindet. Toll, das heißt, wir können wieder rundherum laufen und sie... Jetzt wäre eine Tasse Kaffee nicht schlecht. Ja. Naja, wenigstens ist sie dann nicht verschwunden und wir wissen, wo wir sie wieder finden können, ne? Toll, du... Ja, er sagt's gerade. Toll, du sitzt hier rum und ich habe Romanov am Hals. Okay, ich werde die normalen namenlosen Gräber untersuchen. Wo ist dein Vater eigentlich? Können wir auch mal fragen. Wo ist dein Vater eigentlich? Keine Ahnung. Ich habe ihn schon sehr lange nicht mehr gesehen. Vielleicht zieht er über die Meere. Vielleicht sitzt er in irgendeiner Zelle. Oder er vergnügt sich mit den Mädchen in irgendeinem anderen Hafen. Sowas hat er immer getan. Er war nie das, was sein Vater sein sollte. Großartig. Ich glaube schon, dass er sich um mich Sorgen macht. Doch nie ist er wirklich für mich da, wenn ich ihn brauche. Aber warum erzähle ich dir das eigentlich? Weiß nicht, aber ich fand's interessant. Von mir aus soll ihn der Gürger holen. Ich jedenfalls nehme mir jetzt, was mir zusteht. Und niemand, nicht einmal Romanov, wird mich daran hindern. Das ist mal eine Ansage. Okay, ich werde die namenlosen Gräber untersuchen. Ja. Okay, ich werde die namenlosen Gräber untersuchen. Hier, ich zeig dir auf der Karte die Stellen, wo sich die Gräber befinden. Ich bleibe so lange hier und versuche herauszufinden, wo der Schatz meines Vaters ist. Sei aber vorsichtig. Vergiss nicht, dass wir nicht die Einzigen sind, die nach dem Schatz suchen. Ich mach das schon. Das hoffe ich. Viel Glück. Mir fällt da gerade ein, ich habe gar keine vernünftige Karte der Insel. Pah, das ist ja wieder typisch. Hier nimm meine. So, und jetzt beeil dich, klar? Jawohl. Ja, schön. Sehr schön. Ich mag sie nicht ankeifen. Ich mag das nicht. Sicher, ich meine, das haben wir unter uns geredet, ne? Das, wie gesagt, das war eine geistige Übertragung, ne? Ich bin ja die geistige Stimme des Helden hier und ich habe jetzt einfach nur mal laut gedacht. War das Grab nicht eigentlich zu? Nein, scheinbar nicht. Wir speichern. Habe ich schon gespeichert? Ich weiß gar nicht. Ich speichere auf jeden Fall. Hierhin. Ja, und fortsetzen. Weil wir werden jetzt gleich jemanden begegnen. Hier um die Ecke irgendwo. Da unten, glaube ich. Irgendwo hier steht nämlich ein Romanov-Pirat. Glaube ich. Da müsste uns eigentlich angreifen oder so. Oder zumindest müssten wir mit ihm quatschen können. Na, aber dafür haben wir hier einen Wolf. Viele Wölfe. Ganzes Rudel gleich. Jawohl, zwei sind weg. Au. Okay, das kann ich mir abschminken. Zweimal hintereinander angreifen zu können. Das
geht halt nur, wenn es einzeln ist, wie hier. Gut, passt. Sehr schön. Und da drüben irgendwo. Da. Sauber. Sauber. Ich dachte, ich habe mir eingebildet, dass sie irgendwo so ein Romanov Pirat ist und uns belauscht, aber ich habe mich da scheinbar wieder mal offensichtlich gröber getäuscht. Aha. Da wäre vielleicht ein Tränkelein nicht schlecht. So. Und vielleicht ein Speicherlein auch nicht schlecht. Ein Speicherlein. So. Diese grauslichen Scheißvögel. Der ist schon mal hin. Ja, ja. Au. Der ist hin. Hör auf, mir weh zu tun. Du bist Viech. Au. Zack, zack. Komm her. Quatsch, quatsch. Jawohl. Supi. Ein paar neue Quellen für uns. Perfekt. Das nehmen wir auch gern mit. Gut. Ui, eine Wildsau. Komm her, Keiler. Au. Mistviech. Au, au, au. So, weg mit dir. Passt. Da ist noch eine. Da sind viele Schweindel. Au. So, geht ja. Ich werde wieder speichern tun. Die machen wir jetzt noch platt, die Viecher, auf jeden Fall, weil die geben ja doch einige Erfahrungspünktchen. Ja. Ja, gleich vier Schweindeln. Das ist immer schön. Ja, das ist ganz besonders schön. Ja. Oh. Fast hin. Gehe schon mal so gut wie hin. Ja. Au. So, weg mit dir. Jawohl. Ja, ja, schon gut. So, aus mit dir. Looten, looten, looten. So, ist fein. Sind da oben noch mehr Viecher? Da drüben ist, glaube ich, noch ein schwarzer Wolf. Zwei oder drei. Ich sollte vielleicht auch mal auf die Karte schauen. Wo dürfen wir denn da jetzt eigentlich hin? Das ist jetzt nur die Weltkarte, ne? Da muss ich dann hier nachklutschen. Karte, Vulkanfestung, Banditenlager, Hafenstadt, Karte, kleine Karte, Karte der Insel. Die Karte ist echt groß. So viel zum Eingezeichnet. Aber sie ist wenigstens detailliert, muss man schon sagen. Die ist richtig detailliert. Ich denke mal, das hier, ich glaube, da war eine. Oder hier irgendwo drin. Keine Ahnung, ob sie uns das nochmal einzeichnen muss oder ob ich es jetzt versaut habe. Ja, das sind definitiv zwei schwarze Wölfe hier. Das wird mal gespeichert. Fortsetzen. Zweimal nur. Aha. Einmal nur. Ja, Pause. Nix Pause, weiter. Jawohl. Zweimal nur. Passt, der ist erledigt. Pause. Nix Pause. Ah, scheiße, doch Pause. Komm nur her, Hundi. Ich bin kein Hund, ich bin ein böser Wolf. Ja, aus ist mit dem bösen Wolf. Fisch. Sehr Fisch. Geht's irgendwo weiter? Na, oder? Na. Da waren jetzt nur diese Viecher, mehr war da jetzt, glaube ich, nicht. Ein Schmetterling. Na, da ist nichts. Alles gut. Gut. Jetzt könnten wir da noch weiter raufschauen.
Spiel speichern. So, ja, fortsetzen. Wo geht's hier hin? Ich meine, ich weiß, wo es hingeht, aber ob es hier noch... Ob es hier vielleicht noch Viecher gibt, die wir gut klatschen können. Irgendwas hat mich gerade angeknurrt, ich habe es genau gehört. Da! Haben wir noch... Wo? Oh mein Gott, was habe ich getan? Ja, bist du gescheit. Was habe ich getan? Ich muss da mal raus aus dem Wald hier. Unbedingt einen Trank nehmen. Die Waffe, halt die Waffe. Puh! Dreimal, du Scheißviech. Ja! Viermal, fünfmal gar. Das ist super wieder, ne? Ja, ja, schon gut. Ja. Ja, gleich ist der erste Mal platt. Drei, ja, schön. Ja. Okay. Ja. Ja. Eins, zwei, gut. Was? Du Kackhund. Ja. Ja. Eins, zwei. Wow, 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 wow. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Ja. Drei. Ja. Warte, stopp. Vorsicht. Der hier ist Buggy. Dreimal. Beide Wölfe. Beide Wölfe. Nicht gut. Dreimal. Ja, eins, zwei, drei. Boah, schön aufpassen. Boah, Vorsicht. Okay. Den müssen wir schnell umbringen. Den schwarzen. Ja, jetzt habe ich Zeit für dich. Du Mistviech, du Dreckigs. Ja. Ui, das war knapp, aber trotzdem gut gelaufen. Wahnsinn. Ja, das ist Skill. Das ist wahrer Skill. Wow. Also wir sind wieder Keiler, alter Schwede. Alter Schwede. Ich esse mal das ganze Essen weg, weil wir sind jetzt schon bald in dem... Ja, Lebensbereich, sag ich mal, wo wir bald nichts mehr mit der Nahrung anfangen können. Und da ich noch keine Eintöpfe kochen kann, weil mir die Kartoffeln fehlen, ich hätte sie in der Stadt kaufen können. Ja, stimmt auch wieder. Stimmt auch wieder, ich hätte sie in der Stadt kaufen können. Warte, da ist noch ein Wolf. Was? Da sind noch viele mehr. Echt? Warum? Aber scheinbar nur normale. Da ist ja noch ein Rudel. Ja. Das gibt's ja nicht, oder? Ernsthaft? Wow, die sind erledigt. Au. Ja. 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 Okay. Du Mistviech. Ja. Ja. Getroffen. Ja. Au. Du dreckiger kleiner Mistwolf. Du elendiger. Ja. Dreckiger Mistwolf. Boah, den hat's weggeschleudert. Herrlich. Drüben sind noch mehr. Alter Schwede. Kann ich mir schon so ein Taschentuch holen zum Abkühlen, Abtupfen, wie auch immer. Hallo, Bagage vom Wolf. Ja. Ja, ja, ein schwarzer und zwei normale wieder. Zwei schwarze und zwei normale. Das ist sehr, sehr nicht gut. Ja. Ja? Ja? Ja!
Ich sehe euch, ihr Biester. Jawohl, der erste ist hin. Der zweite ist hin. Au. Ja, das ist jetzt nicht gut gelaufen. Na komm her, du Scheißviech. Schau dir das an. Jawohl, der ist hin. Hat es wieder weggeschleudert, 30 Kilometer. Aus ist mit dir. Sehr schön. Alter Schwede, wo ist er hingeschleudert worden? Ich glaube bis hierhin. Nein. Nein, hat schon gepasst. Was haben wir da? Alter Schwede. Na. Da haben wir noch eine Blume, also ein Heilpflänzchen. Kraut war es sogar, glaube ich. Da ist noch der Wolf. Gut. Ich würde mal sagen, speichern unbedingt. Das klappte doch einfach zu gut. So, nein, falsch. So, so. Und nochmal von vorne. Ja. Na also. Jetzt haben wir's. Und zwar eine Hornmuschel, Fläschchen, kleiner Mana-Trank und ein paar Goldmünzen eben. Ja. Perfekt. Haben wir da oben noch was? Nein, bis auf schöne Aussicht. Schöne Aussicht. Ist hier nicht viel. Da wartet ein schwarzer Wolf auf mich. Alter, jetzt hatte ich nur Glück. Komm her, du schwarze Drecksbestie, du elendige. Da. 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Das sind 2. Das ist nicht schön. Das sind 2. Ich Idiot, hab mich nicht geheilt. Das sind 2 schwarze Wolfis, la la la. Und die haben Hunger. Tralala, la la la. La la la. La la la. La la la. Ja. La li la. Ich fall gleich runter. 3. Boah. Ja, ja. Komm da her, du Scheißviech. Ja. Okay. Ja. 3, jawohl. Das da heroben ist, glaube ich, keine gute Idee gewesen. Alter, du willst mich beißen? Ich müsste mal dringend was saufen. Gut, das ging gut. Ja, der erste ist schon mal weg. Jetzt bist du dran, du Scheißköter. Au! Ja, ja. So, aus mit dir. Wow. Das war alles geplant. Das war alles so geplant. Ganz genau. Ja, so kriegt man Erfahrungspunkte. Ja, so kriegt man Erfahrungspunkte. So und nicht anders. Was ist denn das? Eine Schatztruhe? Hier? Und nochmal von vorne. So, so, so. Der Dietrich ist hin. So, 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 so. Geschafft. So. Jawohl. Ein Goldbrocken, Stahlrohling, Wasser und ein Haufen Goldmünzen. Die Firma dankt. Ich glaube, das ist wieder ein Speicherwert. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Nicht wirklich, zumindest nur ungefähr.
bin hier momentan nur am Sammeln. Ach so, da sind wir. Ach so. Okay. Da sind wir. Ja, darunter dann. Darunter dann. Darunter dann ist nicht gesund, glaube ich. Oh, 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 oh. Hui, das ging gut. Gott sei Dank haben wir die Akrobatik und so. Ich meine, das war geplant und so. Ja, natürlich. Jetzt sind wir da. Wir könnten den Bordstein probieren, ausprobieren, ins Banditenlager. Das werden wir machen. Und wir haben uns eine Runde aufs Ohr hauen. Das war jetzt, der war hier, ne? Banditenlager. So. Ja! Sehr schön. Ein paar Minütchen noch, dann haben wir wieder Pause. Sehr schön, wir sind hier. Gar nicht weit weg von unserem Häuschen, weil das ist gleich da. Hurra, hurra. Das heißt, eine Mütze voll Schlaf. Mhm. Die haben uns verdient. Bis zum nächsten Morgen, Pen. Super. Gut. Ich habe jetzt immer noch keine Ahnung, wo diese Dinger alles sein sollen. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Aber ich glaube, ich würde das sagen, ich denke mal, dass es quasi in jeder Himmelsrichtung mal eines gibt, so circa in etwa. Plus hier und da eine Schräge dazu. Auf jeden Fall, der Osten ist jetzt klar. Der Osten ist jetzt ganz klar, das geht darunter. Wir werden auch auf den einen oder anderen Untod treffen. Da kommen wir leider nicht drum herum. Mir kommt vor, da müsste irgendwo ein Pirat sein. Ich will mal speichern tun. Kommt vor, da wäre einer gewesen. Da irgendwo versteckt im Gebüsch. Habe ich mich wohl gröber getäuscht. Oder das ist, es ist wieder für später. Das wird sein. Das ist für später wieder. Das könnte es sein. Ah na, da ist er ja. Ha! Vasili? Verdammt, jetzt hast du mich doch erwischt. Vasili? Du bist Vasili, einer von Romanows Männern? Du bist Vasili, einer von Romanows Männern. Ja, verdammt. Du hast mich nicht gesehen, ja? Wieso? Romanow wird mir den Kopf abreißen, wenn er erfährt, dass du mich gesehen hast. Ich sollte mich unauffällig verhalten. Du solltest gar nicht merken, dass ich hier bin. Mhm. Was machst du hier draußen? Was machst du hier draußen? Ich soll dich beobachten. Mein Boss will, dass alles glatt geht. Was soll das heißen? Er will, dass du den Kram für Patty erledigst, ohne dich dabei umzubringen. Schön. Was versprecht ihr euch davon, mich zu verfolgen? Was versprecht ihr euch davon, mich zu verfolgen? Du bist auf der Suche nach dem großen Schatz. Woher willst du das wissen? Jeder, der von Stahlbarts Schatz je gehört hat, weiß, dass Patty auf der Suche nach ihm ist. Und du bist oft genug mit Patty zusammen gesehen worden. Die Alte bleibt beim alten Friedhof am Westhang und du ziehst mit einer Schaufel über die Insel. Na, nur ein Idiot würde nicht sehen, was ihr beiden vorhabt. Ja, Patty sucht den Schatz und ich tu nur so, als ob. Ist ja wohl ganz klar. Na schön, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Na schön, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich habe befürchtet, dass das jetzt kommt. Ich muss zur Westküste. Leih mir deine Kampfkraft. Na gut, wenn's sein muss. Aber wenn du deine Suche dort beendet hast, bin ich wieder weg, klar? Wahrscheinlich früher, als mir lieb ist. Gut, komm mit. Von mir aus. Ja, wie spät haben wir's? Gleich. Die da vorne machen wir noch platt und dann ist wieder ein Päuschen angesagt. Hallo, ihr schirchen Vögel. Ja, ja. Kra. Der ist hin. Der ist auch hin. Passt. Ah, da ist ja noch so ein schierer Vogel, warte. So und so. Ich hoffe, dass er, wenn er was zusammenschlägt,
dass es auch für mich zählen tut, also für uns. Deine Beere noch. Ja, ist erledigt. Ja, ja. Na komm. Jawohl. Bei den Viechern darf man nicht lange fackeln. Nein, da hast du recht. Gut. Fein. Die Viecher, das sind mal erledigt. Das ist sehr schön. Das ist auch gut, dass wir ihn im Petto haben. Wir werden gleich unschönen Viechern begegnen. Ja, nicht nur die hier, die sind auch unschön. Die kann man wenigstens besiegen. Ja! Komm her. Ja. Huch, Vasili, fast umgeschnalzt. Ja! So. Das Vieh ist erledigt. Ja. Gut, wir werden jetzt uns wieder ins nächste Päuschen begeben. Wieder eine Viertelstunde, das letzte Päuschen für heute. Und dann starten wir auch schon für die letzte 1,5 Stunden starten wir dann ins Finale des heutigen Twitch-Abends. Wie gesagt, diese Überlänge, wie sie sonst immer wäre am Samstag, findet eben deshalb statt, weil ich den vorvorigen Samstag nicht twitchen konnte. Und der, also das, was heute noch dazu kommt, also kombiniert ist. So halt. Ja, das war perfektes Deutsch. Ich hoffe, ihr kennt euch aus, was ich meine. Ja, gut. Wir haben hier zumindest mal die Kräuter und so alles eingesammelt. Ich werde auch jetzt gleich speichern wieder und mich wieder in die Pause vertschüssen. Also holt euch was zu trinken, was zu essen. Sorgt für euer Wohl, für euer Leibliches, es geht gleich weiter. Also, bis gleich.